Der FC Bayern München ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Rekordmeister unterlag dem FC Liverpool mit 1:3. Wie schon im Hinspiel entwickelten die Bayern zu wenig Torgefahr, der LFC nutzte dagegen kleinste Fehler in der Münchner Hintermannschaft eiskalt. Alle Akteure in der Einzelkritik absolvierte sein 100. Spiel in der Champions League und sah direkt bei der ersten wichtigen Aktion alles andere gut aus. Stürmte übermotiviert aus dem Tor, ließ sich zu leicht von Mané austanzen und trug so mindestens eine Teilschuld am 0:1, 26. Hielt Robertsons Abschluss aus Spitzenwinkel, 35. Salahs Versuch, 50. und Firminos Distanzschuss, 80. aber umso sicherer. Bei den weiteren Gegentreffern ohne Chance. Er setzte den gesperrten Kimmich hinten rechts in der Viererkette. Ließ sich zunächst nicht von Liverpools offensiver Rotation verwirren und stand sowohl gegen Salah als auch gegen Mané sicher. Verlor allerdings das Duell gegen den Senegalesen vor dem Gegentreffer, 26. erhielt nach seiner Pause am Wochenende wieder den Vorzug vor Boateng. Profitierte ein ums andere Mal von seiner Schnelligkeit, streute dafür ein paar Wackler im Stellungsspiel ein. Sein langer Pass auf Gnabry leitete den Ausgleich mit ein, 39. strahlte in der Münchner Abwehrreihe die meiste Ruhe aus und präsentierte sich stark im Zweikampfverhalten, 80% gewonnene Duelle. Schaffte es wie Nebenmann Süle mit einigen langen Bällen für Unruhe in der LFC-Abwehr zu sorgen. Verlor allerdings im Zweikampf-Durchgang bei beiden Treffern seine Gegenspieler aus den Augen. Machte eine gute Partie und ließ Rechtsflügelflitzer Salah zunächst kaum ins Spiel kommen, konnte dessen vorbereitende Flanke zum 1:3 allerdings nicht mehr verhindern, 84. kurbelte in der ersten Halbzeit mit Ribéry das Spiel auf der linken und deutlich aktiveren Seite an. Prüfte Alisson mit einem türkisch aufsetzenden Freistoß aus 25 Metern, 43. Der Spanier konnte zwar nicht an seine überragende Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, lieferte dennoch eine gute Partie im Zentrum ab. Nach der Pause verlor Martinez mehr und mehr den Zugriff auf das Spiel und wirkte sehr passiv. Goretzka ersetzte ihn in den letzten 20 Minuten. Fabrizierte nur noch einen Schuss, der jedoch geblockt wurde, 81. Ansonsten blieb Goretzka unauffällig. Thiago war der Staubsauger vor der Viererkette und fing so gut wie jedes flache Zuspiel auf Liverpools Offensive ab. Agierte daneben als zwar nicht immer fehlerfreier Ballverteiler und suchte selbst den Abschluss, 8. fand in der ersten halben Stunde praktisch nicht statt, trat dann in Erscheinung und erzwang Matips Eigentor zum 1:1, 39. Der Assist kurz vor der Pause schien den Außenbahnspieler zu beflügeln. Gnabry sorgte in der zweiten Halbzeit mit einer scharfen Hereingabe kurzfristig für deutlich mehr Tempo und Zug zum Tor. Konnte offensiv nicht für die großen Akzente sorgen, eine Mischung aus Flanke und Torschuss aus dem linken Halbfeld war das Gefährlichste, was der Techniker zustande brachte, 37. Defensiv dafür sehr engagiert, eroberte Bälle auch mal grätschend in der eigenen Hälfte. Konnte nach dem erneuten Rückstand nicht mehr für die Wende sorgen. Statt noch einmal für frischen Wind zu sorgen, holte sich Sanchez lediglich eine gelbe Karte ab, weil er Fabinho mit der offenen Sohle abräumte, 84. Der Franzose konnte das Vertrauen, in der Startelf zu stehen, nur bedingt zurückzahlen. Nutze den vielen Platz auf seiner linken Seite selten und traf zu häufig die falschen Entscheidungen. Kaum eine gefährliche Aktion ging von Ribéry aus. Machte nach einer Stunde Platz für seinen Landsmann Koeman. Der wiedergehende Sehneflügelflitzer konnte während seiner rund halbstündigen Einsatzzeit keine Impulse setzen und blieb komplett blass. Der Stürmer hatte gegen Matip und Van Dijk keinen einfachen Stand.
lauerte zumeist auf lange Bälle, konnte die seltenen weiten Schläge aber nur schwer verarbeiten. Wurde immer wieder von Liverpools Innenverteidigung abgekocht. Lief in vorderster Front so unermüdlich wie vergeblich. Parierte die Fernschüsse von Lewandowski, 30. und Alaba, 43. ohne Probleme, konnte beim Eigentor von Matip nichts ausrichten. Sah in der zweiten Halbzeit Gnabrys Flanke vorbeirauschen und musste ansonsten kein weiteres Mal eingreifen. Ließ Ribéry hinten rechts viele Räume und stand oft zu weit weg. Hatte dabei Glück, dass der Franzose nicht mehr aus seinen Möglichkeiten machte. Übernahm die Verantwortung bei fast allen Standardsituationen, aus denen aber nur selten Gefahr resultierte. Mit Ausnahme seines Eigentors 39. ein starker Auftritt des ehemaligen Bundesliga-Profis. Hatte Lewandowski im Griff und hielt auch dem anfänglichen Pressing der Münchner stand. Gewann einen Großteil seiner Zweikämpfe und agierte ruhig im Spielaufbau. Der Abwehrchef kehrte nach seiner abgesessenen Gelbsperre in die Innenverteidigung zurück und untermauerte seinen Stellenwert für die Reds eindrucksvoll. Bediente Mané vor dessen Treffer mit einem punktgenauen Pass über das halbe Spielfeld, 26. und nickte eine Milner-Ecke aus 7 Metern selbst ins lange Eck, 69. Daneben überzeugte Van Dijk mit guter Zweikampfquote. Der Garant für den Einzug ins Viertelfinale war defensiv zunächst kaum gefordert und schaltete sich deshalb mit nach vorne ein. Vergab eine Chance aus Spitzenwinkel, 35. kam vor dem Ausgleich dann nicht in den Zweikampf mit Gnabry und rannte nur hinterher, 39. Nicht die einzige Situation, in der der Schotte nachlässig agierte. Ganz bitterer Abend für Liverpools Kapitän, knickte nach wenigen Minuten unglücklich um und verletzte sich am Fuß. Nach nicht einmal einer Viertelstunde war Schluss für Henderson. Der Brasilianer übernahm Hendersons Position im Zentrum vor der Abwehr. Wirkte nicht so gefestigt und musste sich mehrmals mit Fouls helfen. Für ein besonders rustikales Einsteigen gegen James sah Fabinho die gelbe Karte, 43. Der offensivste der drei Mittelfeldspieler kam vorrangig über die halbrechte Seite. Extrem wendig und flink, aber mit Nachlässigkeiten im Passspiel. Zu selten fanden die Anspiele des Niederländers im letzten Drittel den Mitspieler. Suchte, als das Spiel längst entschieden war, noch selbst den Abschluss und verzog nur knapp 90. Kurierte seine muskulären Probleme aus, wurde rechtzeitig fit für die Startelf und übernahm die Kapitänsbinde nach Hendersons Auswechslung. Sowohl Lauf- als auch Zweikampfstark im Rückwärtsgang, zudem mit einigen gefährlichen Flanken und Ecken in der Offensive, wie vor dem 2:1 von Van Dijk, 69. Lallana kam in den Schlussminuten und half den Auswärtssieg über die Zeit zu bringen. Der Ägypter brauchte ein bisschen, um in die Partie zu kommen. Kam erst in der 50. Minute zu seinem ersten Torabschluss, der letztlich zu zentral auf dem Kasten landete. Vertändelte die Entscheidung freistehend von Neuer, 75. Mit einer herrlichen Flanke bereitete Selle aber auch das 3:1 und damit den Schlusspunkt vor, 84. trat das erste Mal in Erscheinung, als er Thiago am eigenen Strafraum den Ball unfreiwillig vorlegte, 8. Fackelte auf der anderen Seite nicht lange und zielte aus 18 Metern nur knapp am kurzen Pfosten vorbei, 25. Unter dem Strich nicht die auffälligste Partie des Brasilianers. Leitete nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit einer Seitenverlagerung auf Selle das 3:1 ein. Die Einwechslung hat sich also bezahlt gemacht, Matchwinner. Erzielte den wichtigen Führungstreffer für die Reds, nachdem er Rafinha abgeschüttelt und Neuer umkurvt hatte, 26. Sorgte mit seinen unwiderstehlichen Sprints immer wieder für Gefahr und per Kopf für die Entscheidung, 84. Neben Van Dijk der beste Spieler an diesem Abend.